Ja, servus, die Wadl. Heute haben wir unser Brustprogramm. Wir fangen an mit der Grundübung Bankdrücken. Bankdrücken ist eine Grundübung, trainiert den Oberkörper in dem Sinn Brust, Schulter, Trizeps. Bankdrücken ist ein wichtiger Bestandteil fürs Brusttraining, sollte eigentlich bei jedem Trainingsprogramm enthalten sein, soweit die Schulter mitmachen. Alternativ zum Bankdrücken gibt es die duale Maschine, die formt die untere Brust, kommt eigentlich den Schrägbankdrücken negativ entgegen. Wir greifen da einen breiten Griff ganz weit raus und drücken beide Arme gleichzeitig nach vorne. So, als nächste Übung machen wir die Butterfly. Das heißt, wir haben den Butterfly ziemlich am weiten Griff, extrem gut für die Schulter und Brust. Die Übung kann man auch machen, also das heißt zur fliegenden Bewegung, weil man ziemlich weit dehnen kann mit dem Brustkorb. Die nächste Übung ist die Pullover mit der Pullover-Maschine. Man kann die Übung auch mit einem Kurzhantel ausführen oder wie gesagt, wenn eine Maschine zur Verfügung steht, auch mit der Pullover-Maschine. Die Pullover-Übung ist eine gute Übung zur Dehnung im Brustkorb und trainiert auch den Trizeps und die inneren Muskulaturen serratus. Als nächste Übung machen wir die Dips auf der Maschine. Gleichzeitig trainieren wir auch den Trizeps damit. Also im zunehmenden Alter wird es Probleme geben mit den Schultern. Speziell beim Bankdrücken, beim Flachbankdrücken, ist die Schulter sehr stark beteiligt und da kommen dann die Probleme. Und dann müssen wir eher ausweichen auf die Maschinen. Eine ganz wichtige Übung ist auch die Kabelcross. So, und jetzt nach dem Brusttraining die Brust kontrollieren, ob das Training eine Wirkung zeigt.